Willkommen, ihr Lieben. Ich kann euch sagen, der Test ist gut geworden. Muss natürlich immer alles live getestet werden. Und also geschmacklich und vom Aroma her und auch vom Feeling her scheint der Test einigermaßen gelungen. Hier kommt jetzt auf jeden Fall das Ergebnis des Battles Natriumdampf 600 Watt gegen drei Hersteller, die sich da gestellt haben. Und das ist Cloutronic, Leolette und Sunlight. Da wollen wir euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen und zeigen euch jetzt erstmal ein paar Zwischenaufnahmen aus der vierten Woche. Viel Spaß! Wir sind jetzt Mitte Februar, das heißt in der vierten Woche circa. Ich wollte euch jetzt mal einen kleinen Überblick verschaffen und was hier so los ist. Ich muss allerdings sofort sagen, ich bin hier mit unserem Gärtner nicht ganz so zufrieden. Es wurde von vornherein etwas zu wenig Medium, sprich Erde, benutzt. Das heißt, je mehr Medium natürlich eine Pflanze hat, umso besser kann sie natürlich auch werden. So hätte man sie gleich in kleinere Töpfe tun müssen. Aber es ist zumindest bei allen gleich, so dass jetzt keiner sagen kann, ich habe volle Töpfe, ich habe halbvolle Töpfe. Und das sieht man den Pflanzen natürlich auch an. Ich sitze jetzt hier vorm Natriumdampfzelt. Wie ihr seht, vierte Woche, ich würde mal sagen, es geht. Die Blüte ist nicht ganz so ausgebildet, kann aber auch an der Genetik und am Dünger liegen, beziehungsweise mit einer Erde. Also wir wollen das jetzt um Gottes Willen nicht auf das Licht schieben. Ansonsten sieht der Wachstum eigentlich relativ gut aus. Von der Höhe war ja da die Natriumdampf vorne noch vor ein paar Wochen. Und jetzt mittlerweile sieht die Geschichte schon ein bisschen anders aus. Vom Blütenstand her sieht man jetzt nicht wirklich Unterschiede, sei denn gleich beim nächsten Zelt ein wenig. Aber man sieht, sie sind eigentlich relativ dicke Stämme. Wir müssen sie jetzt noch ein bisschen schützen. Wir hatten auch hier ein paar Stromprobleme, muss ich dazu sagen. Alles in allem läuft der Test recht gut. Wir sind recht zufrieden. Es muss allerdings auch gleich wieder gegossen werden. Ihr seht, manche lassen schon ein bisschen die Flügel hängen. Das liegt natürlich auch daran, weil ein bisschen zu wenig Erde da ist. So trocknet das Ganze natürlich schneller aus. Bei der Leolette ist uns nach gutem Service eine Lampe direkt nachgeschickt worden. Hat alles prima geklappt, ist auch wieder eingebaut worden. Dann muss wohl hier zwischendurch mal die Sicherung gesprungen sein oder irgendwas. Wir wissen es nicht ganz genau. Jedenfalls ist jetzt leider wieder nicht die Lampe kaputt, wie wir gesehen haben, sondern die Lampe brennt eigentlich, sondern das Netzteil ist wohl überhitzt oder irgendwas. Und somit sind wir bei Leolette wieder mit drei Lampen. Aber ich muss sagen, obwohl sie nur mit drei Lampen arbeiten, kann sich das sehen lassen. Also von der Höhe und von den Blüten stehen sie dem anderen nicht nach. Ja? Also ihr seht hier eigentlich recht gut von den Internoden. Das heißt, sie sind jetzt nicht nur oben bestückt, sondern sie wachsen wirklich gleichmäßig und bilden ihre Blüten. Ihr könnt jetzt auch nochmal die Farben beachten, wie sich die von Zelt zu Zelt ein wenig ändern. Von Gelb eher ins Bläuliche und da, wo ich jetzt sitze, geht es dann eher wieder ins Violette. Und wenn du noch einen weiter drehst, dann sehen wir wieder, da wird es wieder heller. Da geht es in Richtung Sunlight, wo wir gleich sitzen. Ja, jetzt bin ich aber hier bei Cloutronic. Die Atomleuchten arbeiten sehr gut, muss ich sagen.
Man sieht in der Höhe, es sind natürlich nicht alle Pflanzen gleich, obwohl wir eine Sorte genommen haben, aber das kommt natürlich oft vor bei Stecklingen, wenn die Genetik nicht ganz passt oder die Mutter schon ein bisschen alt ist, dann sieht man, dass die einfach auch unterschiedlich ausfallen. Die werden einfach, die eine ist halt buschiger und kleiner und manche sind wieder etwas größer. Man sieht aber, die Farbe ist viel schöner. Allerdings auch ein bisschen überdüngt. Das heißt, anscheinend vertragen die anderen den Dünger ein wenig besser. Es kann aber auch der Schein trüben und das ein bisschen durchs Licht kommen, ja, weil Clotronic natürlich mit einem anderen Farbspektrum arbeitet wie die anderen. Da macht das Auge und so, das verfälscht unheimlich teilweise, ja. Wir können das ja mal von einer gleich großen stellen, vom Dingens, und sieht jetzt, die haben also wirklich eine Höhe. Da gibt es wirklich in jedem Zelt etwas kleinere und etwas größere. Was kann ich euch hier noch zum Clotronic-Zelt sagen? Ich finde, sie sehen trotzdem super gesund aus, nachdem sie gleich gegossen wurden. Steigen natürlich, lassen die ihre Blätter auch nicht mehr so hängen. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt solche Aufnahmen zeigen muss, aber auch ich bin leider immer hunderte von Kilometern unterwegs und kann nicht immer hier sein. Ihr wisst ja, der Flug nach Spanien ist immer weit und ich dachte, man könnte sich auch ein bisschen mehr auf den Gärtner verlassen, ja. Aber es ist immer dasselbe mit den Hilfskräften, wenn man die nicht bezahlt, das ist einfach scheiße. Hier sitzen wir jetzt vorm Sunlight-Zelt mit den drei Modulen. Arbeitet auch sehr schön. Was ich nicht empfehlen kann, sind diese Jojos. Wirklich wegwerfen die Dinger, ja. Also wer so einen Schrott verkauft, dem sollte man das eigentlich durch die Fensterscheibe wieder reinwerfen. Ich sage jetzt auch nicht, wo ich es her habe. Jedenfalls völlig Müll, die Dinger. Man steckt hier so Teile rein, das soll halten. Das hält alles nicht. Man muss es dann verknoten, damit es irgendwie hält. Also es ist eine Angelschnur mit Plastik, die überhaupt nichts hält, ja. Aber nun zu den Sunlight-Lampen, zu den Sunlight-Pflanzen, muss ich sagen, sie halten sich fast am besten von der Höhe und vom Wuchs her, muss ich sagen. Man sieht jetzt nicht wirklich viel Unterschied, aber sie kommt zusammen mit Leolet auf jeden Fall über die Höhe vom Natrium-Dampfzelt, ja. Das heißt, das wird also ein ganz spannendes Rennen. Aber Leute, nicht vergessen, es geht hier nicht nur nach Höhe. Ihr müsst nicht glauben, nur weil Clotronic jetzt vielleicht 5 cm unter der Höhe ist oder auch Natrium-Dampf, dass deswegen der Kampf verloren ist. Nein, nein, nein. Es ging in diesem Test darum, welcher Hersteller mit welcher Ausstattung eine 600er Natriumdampflampe schlägt. Jeder hatte dafür ein Quadratmeter Zelt zur Verfügung. Jeder hat die gleiche Genetik in seinem Zelt gekriegt. Jeder die gleiche Anzahl von Pflanzen. Und alle wurden gleichmäßig gedüngt. Die Auswahl, wie das Zelt eingerichtet wird gegen einen Natriumdampf, diese Auswahl hatte jeder Hersteller selbst getroffen. Was ich noch sagen wollte, es handelt sich hier um eine reine CBD-Genetik. Das, was ihr also da in den Filmen seht, ist absolut nicht verboten natürlich. Der THC-Wert wurde übrigens von uns nicht getestet. Leider ist die Apparatur, die uns ein Hersteller zur Verfügung stellen wollte, nicht hierher gekommen und deshalb können wir euch die Ergebnisse leider nicht liefern. Aber ich kann euch sagen, der passt. Wir kommen jetzt zum Ende und eigentlich müssten wir noch eine Woche warten, aber wir wollen jetzt auch nicht mehr länger warten. Der Erntestatus der Zelte ist leider verschieden und wir wagen jetzt einfach den Abbruch, auch weil ganz, ganz viele nach den Ergebnissen fragen und wir der Meinung sind, dass noch länger warten es einfach nicht bringt, außer mehr Strom zu verbrauchen. Es ist einfach bei diesem Test ziemlich viel in die Hose gegangen, vor allem war die Genetik nicht so toll, habe ich aber schon mal erwähnt. Sie haben auch verschiedenen Status, das heißt, manche sind wirklich schon total an der Ernte und machen gar nichts mehr und viele möchten eigentlich noch eine Woche, aber es lohnt einfach nicht, das weiterlaufen zu lassen. Ich hoffe, das ist für euch auch verständlich.
Wir wollten euch jetzt auf jeden Fall einmal noch so einen Endüberblick leisten. So, ihr seht hier jetzt auf jeden Fall hinter mir das Natrium-Dampfzelt. Ja, und ihr könnt mal so mit dem Auge vergleichen ungefähr. Man sieht, die sehen eigentlich recht okay aus. Ich habe zwar schon schönere gesehen und auch schon mit mehr dran, aber gut. Wie gesagt, es ist viel verkehrt gelaufen, es wurde überdüngt teilweise, es war am Anfang zu wenig Erde drin. Wir haben jetzt teilweise hier sogar Temperaturen schon von knapp 30 Grad, obwohl Lüftung und alles am Laufen ist, aber es ist alles, wie gesagt, nicht optimal. Ihr werdet es besser machen können, hundertprozentig. Ja. Wir hatten auch Schwierigkeiten mit unserem spanischen Gärtner, da, ja, dem das richtig zu erklären, was hier alles verkehrt läuft. Das Zelt vom Leolet. Wie ihr seht, stehen die alle ganz gut da. Sehen auch meiner Meinung nach um einiges besser aus als das Natrium-Dampfzelt. Auch hier sieht man natürlich eine leichte Überdüngung. Aber sie sehen recht amüsant aus und auch auf jeden Fall auch reifer. Hier liegt die Höchsttemperatur auch bei 30 Grad, wobei wir sagen müssen, die LED-Zelte sind immer geschlossen gewesen und das Natrium-Dampfzelt war sogar offen. Leute, an dieser Stelle wäre jetzt eigentlich das Interview von Ramsay gekommen, von Leolet. Leider hatte der wohl zwischendurch noch Geburtstag und musste nach Spanien und ist deshalb nicht zum Interview erschienen. Und wir können euch das an dieser Stelle leider nicht leisten. Also weiter geht's im Test. Dann kommen wir zu unserem Cluetronic-Zelt. Ja, auch hier seht ihr, die Größe ist zwar nicht ganz so wie bei Natriumdampf oder beim Leolet-Zelt, wie ihr auch gleich bei Sunlight sehen werdet, aber gerade auch für viele interessant, die gar nicht so hoch wollen, man merkt dann nachher, wie fest die Blüten sind und im Endeffekt kommt es dann darauf an, wie viel Gewicht ist da drin. Aber den Vergleich, den werden wir ganz zum Schluss sehen und dann werdet ihr auch feststellen, dass das gar nicht so viel mit der Höhe unbedingt immer zu tun hat. Sonst sehen sie auf jeden Fall recht dick aus, sage ich mal, und auch schön gereift. Ja? Schön wieder bei euch zu sein. Ich bin's, der Roman von der Firma Cluetronic. Die Vorgabe für dieses Battle war, eine 600 Watt Natriumdampflampe zu schlagen. Für diesen Test haben wir ein System zusammengestellt, welches aus zwei Panels 450 besteht, von dem wir ausgehen, dass wir ungefähr 10% mehr Ertrag bekommen und 20% weniger Leistung reinstecken als in die Natriumdampflampe. Diese Systeme haben eine aktive Kühlung. Warum verwenden wir aktive Kühlung? Aktive Kühlung verwenden wir deshalb, weil wir Hochleistungschips kühlen müssen. Die Lebensdauer der Chips hängt von der Temperatur ab. Bei der Entwicklung unserer Lampen ist uns das Spektrum sehr wichtig. Wir achten darauf, dass sowohl im unteren Nanometerbereich von 380 bis rauf in den hohen Bereich von 780 Nanometer alle Bereiche abgedeckt werden. Bei der Entwicklung unserer Lampen verbauen wir auch einzelne Chips für den UV- und den Infrarotbereich. Ich wünsche euch noch viel Vergnügen beim weiteren Zusehen von CAE-TV. Für Fragen stehen wir euch zur Verfügung. Auch wir sind auf die Ergebnisse gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Roman. Bei dem Cluetronic-Zelt sind wir auf 27,6. Scheint sogar noch mit das kühlste Zelt hier zu sein. Beim Leo waren wir auf 29,9 höchstens. Und nee, stimmt gar nicht, Sunlight ist auf 27,3. Sunlight sieht meiner Meinung nach wirklich gut aus. Ich mag aber jetzt noch keine Thesen anstellen, wer jetzt hier der Gewinner ist. Das könnt ihr entweder für euch selbst festlegen oder die Endergebnisse abwarten mit den genauen Zahlen. Ja? Hi Leute, hier ist Martin von Sunlight. Ich möchte euch heute ein bisschen über unser Produkt, die S4W, erklären und das Produkt mal kurz vorstellen. Wie ihr wisst, nehmen wir ja am Battle teil und da sind vielleicht ein paar technische Features interessant. Zum einen hat die S4W eine Hammer-Effizienz von 2,44 Mikromol pro Joule. Das ist echt Fettlicht für euren Stromeinsatz bzw. für euer Geld. Zum anderen schauen wir als Sunlight auch, dass
wir das Licht so effizient wie möglich zu den Pflanzen bringen, das heißt nahezu verlustfrei. Durch eine sehr gute Sekundäroptik, mit der wir das Licht viereckig auf der Fläche verteilen, weil die meisten Growräume sind ja viereckig und nicht rund, schaffen wir das Licht eigentlich perfekt auf der Fläche zu verteilen und eine sehr schöne Homogenität zu erreichen. Durch das, dass wir noch mehrere Module im Einsatz haben, haben wir eine Lichtüberschneidung in den Bereichen, wo es drauf ankommt. Wir haben eigentlich am meisten Licht zwischen den Pflanzen, wo die Blätter deutlich größer sind an den Seitentrieben und auch weiter entfernt. Da haben wir unseren Peak. Somit gibt es nicht nur schöne Tops, sondern auch schöne Seitentriebe. Des Weiteren ist die S4W passiv gekühlt. Die braucht keine Lüfter, kein Lärm. Das ist sehr wichtig, meiner Meinung nach. Das Ganze ist natürlich made in Austria. Wir haben unseren Standort in Schruns, im schönen Montafon. Da werden die Produkte entwickelt und gefertigt. Wir kaufen mehr oder weniger nichts aus Fernost zu. Das ist alles komplett made in Austria und dementsprechend ist auch die Qualität. Dadurch können wir eigentlich eine Lebensdauer von 80.000 Stunden erreichen. Und sogar nach diesen 80.000 Stunden, das sind mehr als 10 Jahre, habt ihr immer noch 90% vom Lichtoutput aus eurer Sunlight. Alle unsere Produkte haben 3 Jahre Garantie. Das ist natürlich auch ein Zeichen für gute Qualität. Noch was, wir haben ein sehr breites Lichtspektrum. Das heißt, das Licht wird als weiß vom Menschen wahrgenommen. 70% sind zwar im roten Bereich und nur um die 20% im grünen Bereich und einen kleinen Ticken blau. Recht wenig blau haben wir in unserem Spektrum, dass wir nicht allzu viel Blätter bekommen, aber trotzdem ein schöner, normaler Höhenwuchs, wie es in der Natur üblich ist. Also den Test unserer Leuchte, den werdet ihr ja im Endbericht sozusagen sehen. Ich hoffe natürlich, dass wir das Battle gewinnen, bin auch sehr zuversichtlich. Wenn ihr weitere Infos braucht, schaut einfach kurz auf unsere Homepage www.sunlight.info oder geht zum nächsten Händler eures Vertrauens, der hat unsere Produkte im Normalfall im Angebot. Dieser Test diente allein der Vorführung für den Vergleich zwischen einer Natriumdampflampe und einer LED-Lampe und nicht zur Suchtgiftgewinnung. NDL VRS LED. Ja, was für einen Raum hatten wir? Wir hatten einen 1 Quadratmeter Raum und zwar ein Zelt. Anzahl, wir hatten 12 Hanfpflanzen und zwar pro Zelt. Wir haben ein Wachstum gehabt, also eine Zeit, ein Wachstum von 10 Tagen und wir haben eine Blütezeit von circa 8 Wochen gehabt. Ja, die Sorte, die wollen wir euch nämlich gar nicht verraten. Wir haben aber gehabt 60% Sativa und 40% Indica. Und da könnt ihr euch schlau machen, da gibt es ganz viele Sorten, die dem ähnlich kommen. Ja, die Düngung, auch die Düngung ist eine, wir nennen es eine handelsübliche Düngung. Ich kann euch auch sagen, warum wir das so geheimnisvoll machen. Es interessiert bei diesem Test nämlich weder die Sorte noch die Düngung, weil es nachher gesagt wird, hättet ihr einen anderen Dünger genommen, dann wäre das und das. Nein, wäre es nicht, weil wir das ja immer an allen 4 Zelten gleich gemacht haben und deswegen auch alle 4 die gleichen Chancen erhalten haben. Was ist der Preis? Der Preis ist heiß. NDL, wie wir wissen, hat 600 Watt. Das ist die Leistung. Klotronik arbeitet hier mit 500 Watt. Sunlight arbeitet mit zwischen 375 und 420 Watt. Die haben nämlich zweierlei Module. Wir haben aber, glaube ich, mit den stärkeren Modulen gearbeitet.
Sunlight wird aber einen Kommentar dazu schreiben, wenn ich jetzt Mist habe. Leolet arbeitet mit 328 Watt. Die Modulanzahl, wissen wir, ist bei der Natriumdampf eine. Clubtronic hat in diesem Fall mit zwei Modulen gearbeitet. Sunlight hat in einem Zelt mit drei Modulen gearbeitet. Und Leolet hat in einem Zelt mit vier Modulen gearbeitet, wovon, wie wir wissen, auch nicht immer alle vier gearbeitet haben. Ja, bei dem Preis sind wir jetzt bei der Natriumdampf ausgegangen von einem automatischen Schaltgerät, von einem Large Adjust Wing, wie wir ihn benutzt haben, von einer im guten Preis-Leistungs-Verhältnis liegenden Birne. Und wir gehen da jetzt mal von einem Preis von 650 Euro aus. Wir geben jetzt circa Preise an, die können sich natürlich von Händler zu Händler unterscheiden. Beim Clubtronic liegt man circa bei 1150 Euro bei den zwei Modulen. Bei Sunlight liegt man bei den drei Modulen bei 1499 Euro. Und bei Leolet liegt man mit den vier Modulen bei ca. 1280 Euro. Damit habt ihr mal einen kleinen Vergleich. Wer arbeitet hier eigentlich mit was für einer Leistung, mit wie vielen Modulen und mit was für einem Preis? Ich hoffe, auch mit diesen Informationen könnt ihr ein bisschen was anfangen. Für euch habe ich noch ein paar Vor- und Nachteile rausgesucht hier bei jedem Hersteller. Wir fangen jetzt mal bei Leolet an. Was ich bei Leolet gut fand, war die variable Einstellung. Dadurch, dass die immer zwei Module auf einem Gerüst haben, ist das ganz gut einzustellen, dass man im Zelt also die Höhen variieren kann. Ja? Als nicht so gut empfand ich die vielen Drähte und Kabel. Das hat den Aufbau verlängert. Fand ich ehrlich gesagt nicht so positiv. Was schön ist bei der Leolet, sie ist formschön. Natürlich liegt auch das im Auge des Betrachters. Hier gehe ich jetzt von meiner, von unserer Meinung aus, die das getestet haben. Ja, noch ein Plus, was ich der Leolet geben möchte, ist der geringe Stromverbrauch, den wir im vorigen Kapitel beschrieben haben. Gut, zu Clubtronic. Clubtronic hat für mich als Pluspunkt einen einfachen Aufbau. Es ging relativ schnell, ich sag mal am schnellsten von den dreien, und von daher einfacher Aufbau, ein Pluspunkt. Die Verbindungen untereinander, das heißt, man kann also Lampe mit Lampe verbinden, empfinde ich auch als einen Vorteil. Dann empfinde ich als einen Vorteil die Umschaltung von Grow auf Blüte. Ist vielleicht nicht für alle Grower wichtig, aber gerade für Leute, die auch ganz viel nur Wachstum machen, ist das eine ganz wichtige Eigenschaft. Deswegen gibt es da ein Plus. Ja, und ein Minus gibt es noch leider für die Lautstärke. Da Clubtronic die Lüfter in den Lampen verbaut hat, ist doch mehr Lautstärke da als halt bei Sunlight oder Leolet. Ja, zu Sunlight. Sunlight kriegt von uns auch einen Plus natürlich für das Formschön. Welche jetzt schöner aussieht, sei wieder dahingestellt, aber sie hat nun mal ein sehr stylischen, formschönes Aussehen. Einen weiteren Pluspunkt gibt es auch für den einfachen Aufbau. Dafür, dass es drei Module waren, war auch dieses System recht schnell aufgebaut. Es hängen nicht viele Kabel da und das fanden wir recht gut. Das dritte Plus gab es noch für die
beste Temperatur. Das heißt, von allen vier Zelten war Sunlight da am besten. Und wenn es nur 2 Grad waren. Ein Minus kriegt allerdings Sunlight für den höheren Anschaffungspreis. Wie wir auch im letzten Blatt sehen konnten. Ja, das zu den Vor- und Nachteilen, ihr Lieben. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem interessanten Schluss. Und wer gewinnt dieses Battle? Wir möchten euch hier, so wie auch kein Dünger, möchten wir euch auch keine Grammzahl sagen. Auch weil diese völlig uninteressant ist für diesen Test. Denn in diesem Test zählt lediglich nur, wer und welches System schlägt wie die Natrium-Dampflampe. Die Natrium-Dampflampe mit 600 Watt und einem Large Adjust the Wing hat in diesem Test, ihr werdet es nicht glauben, 100% erreicht. Ja, damit aber leider auch nur den 4. Platz belegt. Und somit bleibt es spannend. Wir haben hier den 3., 2. und 1. Platz. Und auf dem 3. Platz, der liegt mit ca. 110% auf dem 3. Platz. Der 2. Platz liegt mit ca. 115% auf dem 2. Platz. Und der 1. liegt mit ca. 125% auf dem Gewinnertreppchen. Ja, kommen wir mal zum 2. Platz. Der 2. Platz wird belegt von Leolet. Und jetzt wird spannend, ihr dürft raten, die Leute sitzen gerade noch in den Telefonleitungen und wählen, wählt die 2 für den 3. Platz. Na Quatsch. Also, den 3. Platz hat belegt, machen wir es nicht so spannend, Klutronic. Und knapp aber sicher geht der 1. Platz an Sunlight. Und hiermit sagen wir herzlichen Glückwunsch, Martin von Sunlight. Ihr habt den Test wirklich gewonnen, auch wenn es eine knappe Geschichte war. Aber ich sehe alle 3 Hersteller als Gewinner, denn alle sind über der Natriumdampf gelandet. Und somit, Leute, keiner braucht sich zu schämen, wir haben gute Ergebnisse erreicht. Ihr habt alle die Natriumdampf geschlagen und jetzt liegt es an euch, liebe Leute. Für was entscheidet ihr euch? Macht euch nochmal schlau auf den Herstellerseiten und dann viel Spaß damit. Die Pflanzen wurden übrigens nachher den Cannabis Social Clubs in Austria zur Verfügung gestellt, um das wiederum Patienten zur Verfügung zu stellen, die sich das nicht leisten können. Die Hersteller dieser Lampen wussten nicht, was, welche und an welchem Standort diese Pflanzen getestet wurden. Das alleine lag in unserem Wissen.